Akteure sind natürlich die vielen Nationen, die hier im Hause rumspringen und auf der Bühne sind. Das macht das wirklich besonders, weil wir lernen hier Kulturen kennen, die wir wahrscheinlich sonst nie kennengelernt hätten. Alles das, was das Make-up an Farben hat, hat es natürlich im Kostüm auch. Das ist natürlich eins nachher. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, weil wir so viele Hautfarben hier haben, das immer wieder anzupassen. Und auch mit den Blättern, dass das gut rüberkommt, das mit dem Großen, wir haben eine Riesenbühne. Das muss ja in einer gewissen Dimension sein, damit auch der Zuschauer das kleinste Detail möglichst auch noch sieht. Jeder Darsteller hat hier sein eigenes Make-up, weil jeder Darsteller hat ja auch eine andere Hautfarbe und das wird geprüft vorher. Wir machen also kleine Proben. Weil wir ja so viele Darsteller haben, die Make-ups nicht alle durcheinander kommen, hat hier aus hygienischen Gründen jeder seine eigene Box. So braucht man nur die Box abends rauszunehmen und man hat alles da drin, was der Darsteller benötigt. Wir können uns natürlich immer perfektionieren. Umso öfter man was macht, umso mehr überlegt man, wie kann ich es noch schneller machen, noch besser machen. Hier haben wir eine spezielle Sache, damit die Gazellen wirklich immer wieder gleich aussehen. Das ist uns sehr wichtig. Einmal hier kommt ein dunkler Strich und dann daneben der helle Strich, sodass wir da immer wieder die gleichen Abstände haben. Das ganze Zusammenspiel, wie die Perle am Kostüm, das macht das nachher aus, diese Faszination und diesen Glamour und das, was die Darsteller auf die Bühne bringen, die sind ja auch präzise. Und genauso präzise versuchen wir, das Make-up oder die Perücke hinzubekommen. Und dass das Gesamtbild wirklich auch jeden Abend genauso ist, wie es vorgesehen ist, wie es zur Premiere war.